Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Und damit, muss ich zugeben, habe ich gar nicht so unbedingt gerechnet. Ich weiß, wir machen mal H wie Hoffnung. Ihr seht übrigens, wie ich lustig die Titel benannt habe. Es gibt tolle, ich habe mir manchmal für Titel riesen Arbeit gemacht, ne? Z wie Zorro, S wie Schiller, B wie Bandit, H wie Hoffnung, E wie Ende. Und es hat kein Schwein gemerkt. Also nur so mal am Rande. Also man kann den Leuten die besten Gags so auf den Teller und keiner merkt's. Ja, das ist das großartige Zorro vom C64 zusammen mit dem MS Standard. Ja, der Tim hat gelitten. Der hat aber mehr, glaube ich, gelitten daran, dass ich egal was völlig anderes gemacht habe, als das, was er irgendwie so wahnsinnig wollte. Es gibt eine Szene, da musste ich so lachen, als ich das nochmal nachgeguckt habe, gibt es eine Szene, da erkläre ich ihm stundenlang, hör mal, das Ding kann man noch sprengen. Und er erklärt dann jetzt mal, ja, aber warum? Der Weg ist doch frei. Ja, aber ich sage, das kann man dann trotzdem sprengen. Ja, aber du bist doch schon auf der anderen Seite. Ja, aber ich kann ja trotzdem sprengen. Ja, das sind Ehen. Ja, also, wer Zorro auf dem C64 nicht gespielt hat, Gratulation, ihr seid noch bei Verstand. Also wer Bruce Lee kennt, und Bruce Lee ist deutlich humaner als dieses Game. Weil das ist, ich zeig das mal, wir gehen mal an eine andere Stelle, dann seht ihr ein bisschen mehr. Und ja, das ist die Stadt, die jeder kennt. Und dann gibt es eben ein so ein Gebäude da drin. Und das ist eigentlich ein riesengroßes Rätsel. Es ist aber so unglaublich nervig wie nur irgendwas. Und die Sprungphysik ist schlecht, die Kampfphysik ist schlecht, die Puzzle sind unsinnig. Es sind auch ein paar Sachen, die sind auch ganz schlecht getriggert. Also wer ein bisschen Zeit hat und ein bisschen Humor, der sollte sich das auf jeden Fall mal zu Gemüte führen, weil ich muss selber, als ich ein bisschen reingeguckt habe, schmunzeln. Das ist immer ein gutes Zeichen. Und was haben wir denn jetzt gebraucht? 20, 50, 80, 100. 2 Stunden haben wir gebraucht, den durchzuspielen. Ich weiß nicht, was der Speedrun-Rekord ist, aber der ist wahrscheinlich irgendwo bei wahrscheinlich 5 Minuten. Ich wundere mich bis heute noch, dass wir das Ding tatsächlich durchgezockt haben. Es ist also wirklich, wenn ich es mir heute noch angucke, da ist dieses bekloppte Rätsel mit dem Stier. Oh Gott. Es kommt, das ist so lustig, es kommt da, wenn man das sieht, alles wieder hoch. Es ist aber auch wirklich, man muss zugeben, deswegen werde ich das für 2023 so rum. Sehe ja schon ein bisschen weiter. Hoffe ich. Mach keinen Blödsinn da irgendwo. Werde ich mal gucken, dass wir auch nochmal das eine oder andere als Together oder sowas hinkriegen. Ob wir das auch nochmal mit anderen Leuten hinkriegen. Weil ich brauche immer eigentlich jemanden, der der ruhigeren Zunft angehörig ist. Weil irgendwie auf die Palme gehen, das kann ich relativ einfach. Das schaffe ich, glaube ich, locker. Aber boah, das Game war eine Folter. Das fängt zwar auch mit Z an, aber mach lieber Zango. Mal gucken. Siehst du, mich nämlich hier. Genau, je nachdem, was auch so typisch ist, wo ich das gerade sehe, je nachdem, wie man den Ausgang findet, das hört sich jetzt völlig bekloppt an, aber wenn man das spielt, dann weiß man das. Je nach Ausgang verändert sich das, was. Und dann hast du sofort eine ganz andere Stage. Genau, richtig, das erzählt er auch gerade. Genau, es ist tatsächlich. Je nach Ausgang
verändert sich das Level. Da musst du erst drauf kommen, weil das glaubst du ja eigentlich nicht. Und dann merkst du irgendwann, okay, wenn du dahin gehst, dann gehst du dahin und dann musst du das machen und dann kommt dann die Szene der Glocken. Also, um es mal ganz einfach zu sagen, es ist so ein Game, wo ich euch sagen würde, wenn ihr das spielen wollt, warum? Warum? Macht's nicht. Guckt euch das Video an. Dafür brauchst du einen Schlüssel übrigens. Der Tierschutz hat informiert. Der arbeitet nur in folgenden Stunden. Ich glaube, da war der Schlüssel. Ja, komm, geh weg. Das ist auch lustig. Manchmal tötet er den automatisch, ohne dass du irgendwas druckst. Ach, das ist einfach nur großartig. Also es gibt. Siehst du? Jetzt hast du nämlich hier wieder. Genau, jetzt ist man nämlich da bei der Kneipe, jetzt hast du nämlich da nicht. Auf welchem Weg bist du jetzt gerade gelaufen, um zum Stier zu kommen? Mitte, pass auf, zeig ich dir. Wahrscheinlich. Obwohl, warte mal, haben wir noch. Ich hab noch eine Idee. Komm, mach den mal weg. Mach mal das Z da mal hin. Wollt euch nicht jetzt wieder die nächsten 20 Jahre mit Zorro quälen. Seid denn ihr wollt das? Schreibt das in die Kommentare. Aber es fesselt schon, gibt's zu. Man will's einfach packen, das ist so. Ich höre ja ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das auch so mitkriegt, ich höre ja ein bisschen so die Dialoge jetzt von, aus der Vergangenheit, sag ich mal. Und ja, ich glaube, das werden Leute bestätigen, die auch die im Chat sind, die sagen, wenn der doofe Venom eine Fähigkeit hat, wenn er etwas durchspielen will, dann spielt das auch durch. Ja, Begeisterung über gute Spiele. Nein, also es ist spielbar, glaube ich, gleich null, der Titel. Aber es ist auch wieder andererseits so verrückt und so bekloppt, dass man es genießen muss. Das kenne ich übrigens auch noch das kann ich schon mal verspoilen. Ihr habt ja noch andere Games gewählt und bei einem besonderen Game, da weiß ich noch, da hört man mich jammern, meckern, stöhnen. Und zwar nicht so stöhnen, dass man da irgendwie bei OnlyFans ist. Also keine Panik, also nicht das irgendwie. Aber, der Leikolaf bringt es gerade gut auf. Kein Rückzug, kein Aufgeben. Nein, das ist wirklich so. Ich meine, ihr habt ja schon andere Sachen gesehen, auch in letzter Zeit. Nein, wenn, dann will ich durch. Aber es ist, es ist interessant. Um es mal wirklich so zu sagen. Genau, da ist das Feuer, genau. Ja, genau, jetzt hat er das Ding aufgehitzt. Ja, ja, glüht, ja, ja. Schnell greifen, bevor es abkühlt. Genau, ein Z. XYZ steht jetzt da. Okay. Und was bringt uns das jetzt? Wobei, das ist das, ist das nicht das Hufeisen, wo das Glück rausfällt? Ja, man muss es andersrum aufhängen. So. Ach, das war nur Score. Wahnsinn. Alter, das hat nichts gebracht. Nee, irgendwas wird das sicherlich schon bewerkstelligt haben. Vielleicht noch zu Der Snake sagt gerade Grüße übrigens. Wir haben in guten und schlechten Zeiten zu dir gehalten. Vor allen Dingen, wieso sprichst du in der Vergangenheit? Ich hoffe, das wird sie noch bleiben. Bei guten und schlechten Spielen. Ja gut, das ist definitiv kein... Es ist ja... Man muss also zugeben, das ist ja kein Scheiß-Game. Das ist nur einfach... Ich sag's mal, das ist so die Kategorie Folter. Und das ist es wirklich. Genau, da oben sind die Glocken, genau. Ja, ja. So, jetzt kommen wir zu einem anderen Ding. Da weiß ich, da ist der Leikolaf großer Fan von.
Aber nicht nur der Lagwalauf, das kann ich sagen. So, next. Ach so. Sorry,